Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorgabekarte irgendwo in Thüringen. 2.0, Version 2.000. Silage ist fertig oder das meiste ist aus dem Acker im Silo. Wir werden jetzt beigehen und die Tiere versorgen. Das heißt, wir geben gleich mal Mischfutter. Denn wir werden gleich putzen und wir werden ja Wasser geben. Kuh macht Platz. Ja, Tor geht auf. Komm rum. Nicht ganz, ne? Wir holen mal ein kleines Futter für unsere Mastrinde. Eine Lenkung mal auf 0 machen hier. Da kann ich mit Tastatur fahren. Ich habe Lenkung noch nicht angeschaltet. Muss ich zur nächsten Folge machen. So, jetzt fahren wir über zu unserer Mischfabrik. Ja, hier haben wir noch zwei Silos, also die würde ich gerne nicht voll machen. Der eine war verbuggt, ob noch so ist, weiß ich nicht. Da hat die Silage geklebt. Sollten die anderen beiden Silos auch verkleben, dann muss ich mir überlegen, ob ich in Zukunft Silos direkt setze. Also, aber das ist noch nicht. Das müssen wir mal sehen, wenn es fertig saniert ist. Also, und leer gemacht wurde. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nachher nicht so ist. Ist ja die zweite Version. Und wenn Fehler vorhanden gewesen wären, da ja die Karte auch selber mitspielt, denke ich mal, dann wäre schon korrigiert worden, zumindest versucht worden, ne? Dem von außen so ist. Wenn nicht, gut. Dann wissen wir halt, dass sie doch nicht nehmen wir können, ne? Und dann entscheidet sich letztlich auch, ob wir Gras als Sammelwagen reinfahren oder halt, naja. Ihr wisst schon, Ballen pressen. Weil ein Ballen funktioniert garantiert. So, Stroh haben wir nach wie vor nicht. Beziehungsweise Heu, Mist. Ich hatte anfangs Stroh reingegeben gehabt. Aber weil ja kein Mist kommt, habe ich es sein lassen und wir machen halt Gülle, ne? Schleich dir, Junge, schleich dir. Noch gar nicht. Stur wie Ochse. Wieder rein, rauf, rein. Wieder einer so. Jetzt nie eine Chance reinzukommen, wenn die Tiere. Ab. Der Futtermischwang ist zu groß.
Aber es war ja auch anders geplant und ich wollte ja im Gang füttern. Aber egal. Wir sind drinne. Also wie viel reingeht, ob es überhaupt gelohnt hat, zu fahren. Ja. Lassen wir stehen. So. Tag. Also wie viel hier noch drin ist. Nicht viel, aber ich werde noch mal den Gang putzen, ne? So. So, unser Staubsauger hier. Die eine Seite braucht nicht geputzt werden, die andere schon. Ist halt so, ne? Ich putze erst deswegen, weil wenn ich Silage mitnehmen würde, kriege ich kein Mischfutter drauf. Das ist so ein kleiner Punkt, den man erwischen muss. So, können wir auch noch losfahren. Aber das macht nichts. So. Da liegt was rum. Nehmen wir nicht auf. Wenn sobald ein bisschen die Lage drin ist, ist es vorbei. Können wir mitnehmen, wenn wir wieder zurückfahren. Aber wenn wir voll sein. Der mit neuen Regen an. Ach, das ist ja super. Aber wir werden flügen und aussehen, das ist auch. Muss auch gemacht werden. Also, war glaube ich auch Vorhersage, glaube ich schon, hatte ich mal gesagt, glaube ich. Dass dann nachher aber dann trocken wird, ne? Für 2 Tage. Dann müssen wir die Ernte reinkriegen. Dann werden wir gleich auf 12 auch starten. Sobald wir auf die 41 also läuft, geht es aber 12 auch los. Wenn wir sobald wir Silage haben, werden wir Silage hier reinfahren. Das Ding werden wir voll machen mit Silage. Und machen wir nicht ganz voll, dann können wir den Gang putzen. Dann werden wir Heu kaufen. Einen Hänger voll. Und Stroh haben wir im Lager. Ein bisschen konnten wir ja retten. Wir müssen die Fahrzeuge, ich sehe gerade ein Düngerfahrzeug auf dem fremden Acker auch zurückholen. Ja, wir haben genug Arbeit. Die Bäume können weg, die Weihnachtsbäume, das ist vorbei. Ja, so schnell geht die Zeit, ne? Schwuppdiwupp ist die Weihnachtszeit vorbei. Silvester, Neujahr. Also ich war von Silvester, sag mal so. Ich hab's also nicht mehr so extrem erfunden, also. Also ich fand die Knalle, das Feuerwerk allgemein zu teuer, also. Und ich hab nur eine gekauft, also zum Knallen, also den Rest war Feuerwerk, aber nicht mal angemacht. Mach ich nächstes Jahr. Das teuerste habe ich nicht genommen. Wahnsinn, was das kostet. Und da hast du nur 40, 50 Sekunden oder so. Das ist ja. Da passt die Relation nicht mehr. Aber das werden die auch merken, wenn die irgendwann sagen, so teuer ist, keiner kauft. Ne? Dann werden die irgendwie auch mit der Preise zurückgehen. Wo sie verkaufen halt nichts, ne? Also ich kaufe die teuren Sachen dann nicht. Ich halte mir eh schon zurück. Immer nur aus Tradition, ne? Bösen Geister vertreiben. Oh, da hat er gerade so gereicht. Achso.
Alt S. Gut, Futter haben sie jetzt genug. Und jetzt kriegen sie Wasser. Wasser wäre auch nicht das Problem. Weil zur Not, wie gesagt, zur Not würden die auch Wasser kriegen. Von der Seasonpumpe. Aber ich hab's ganz gerne selber in Verantwortung. Der Topf schon voll ist. Da kann sich keiner beschweren, ne? So. Mal Tor zumachen hier, sonst hauen die noch ab hier. Dann gehen wir auf Weizenfeld hier. Hat doch gefehlt. So, mach Platz hier. Dickes Ding. Und hier ist doch kein Gras hier. Was ist denn nichts da? So, Wasser haben sie gekriegt. Futter auch. Na, was machen der Schinken? So, gucken wir mal, wie schwer die Tiere sind. Aber die habe ich erst im Frühjahr gekauft. Mal sehen, männlich, ja. 424. Mal sehen, wie schwer die noch wären, ne? Also 2 Jahre gehen sie weg. Spätestens. Und bei unseren Kühen. Die wären nicht so schwer normalerweise. Die kriegen alle ihre Kälber irgendwann her, im halben Jahr. Die ersten müssten eigentlich früher kommen. 0,5, ja. So. Kriegen sie Wasser und Futter haben sie. Gut. Jetzt geht's bei und die werden flügen. Das heißt, wir laufen mal zum Acker und holen uns mal die Traktoren. Erntemenge 219.000 Liter. Schätzwert. Aber ist noch zu nass. Geht noch nicht. Da haben wir unsere Flügel. Der andere, neben da hinten steht, der ist ja nicht so aufgeräumt noch nicht. Den wir zuerst wegnehmen. Den mal Sprint einlegen, ne? So, dann kann. Wir werden Flügen verbannt, dass es weiter geht. Na, haben schon 50%? 52, ja. Dann können wir das auch noch vorbereiten. So. Bereiten wir das vor mit Flügen. Schauen wir, dass wir es hinkriegen. Mit 3 Fahrzeugen müsst ihr mal probieren. 3 Traktoren sind frei. Na, unser Regen ist da. Bin ja gespannt, ob er das 21 Season schon mit drin hat. Oder hier Cosplay. Da bin ich gespannt. Ich meine, die haben sich hier rausgeredet, hier beim LS 19, dass es nicht ging, weil Season kam zu spät. Ja gut, das mag ja so sein. Aber die Aussage wird dann für LS 21 nicht zutreffend sein. Genauso mit Cosplay. Das sind so eine wichtigen Sachen. Immer gut, das müsste perfekt funktionieren, ne? Zumindest ansatzweise perfekt. Also der Helfermodus mit Cosplay zum Ernten ist ja eigentlich perfekt, weil mit normalen Helfer kannst du ja gewisse Felder nicht bearbeiten. Ich meine, deswegen haben die auch Gewicht, Traktor, Flug,
Ja, der Flug ist heil, das ist gut. Flug muss richtig heile sein, sonst fährt er so langsam. Aber der Traktor, das geht. Tank ist auch nicht so leer, das geht auch. Ja, und dann ist halt so, ne? Muss alles so funktionieren normalerweise, ne? Oder sind nur zwei Arbeiten? Das reicht normalerweise auch aus, ne? Das sind immerhin 18 Meter. Ein Verband. Da lieber eine Aussaat mit vier Maschinen, das ist glaube ich wichtiger. Damit das möglichst schnell über die Runden geht. So, das haben wir jetzt 15:30 Uhr. Dann kann er über Nacht. Wo wir haben eigentlich drei Traktoren frei, dann müssten wir auch mit drei arbeiten, ne? Beziehungsweise, ich mach anders, drei gleiche Maschinen, das ist besser. Dann nehmen wir uns die Zeit und holen uns die anderen zurück. Den nicht. Da war einer. Dann tauschen wir die Fahrzeuge aus. Weil das ist mir dann besser. Dann kriegt er noch eine Breitreifen. Und dann ist gut. Das ist nämlich, die haben nicht funktioniert. Ob die anderen nicht funktionieren, ist ja auch eine Frage. Ne? Das ist ja, klappt nicht unbedingt alles, ne? Deswegen Verband, aber andere Fahrzeuge reagieren doch anders, ne? Und dann kann es, können wir rüberfahren. Ist ja nur abgeerntet, ne? Im Großen und Ganzen doch ganz gut geerntet hier. Den werden wir umstellen auf Breitreifen oder Zwillingsbereifung. Und dann geht los, ne? So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Wir bereiten ja gleich weiter vor. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss.